Was ist überhaupt gute Wissenschaft? Die Antworten darauf fallen in jeder Zeit unterschiedlich aus. Gut für wen, fragt man zum Beispiel seit einiger Zeit. Ist gute Wissenschaft gut für die Gesellschaft? Gut für den Wissenschaftler, der vielleicht ein Patent auf seine Forschung anmelden kann und damit Geld verdienen kann? Die Frage bewegt den Tutzinger Diskurs zur guten Wissenschaft, was eigentlich Kriterien für das Gute der Wissenschaft sein können. Dazu kommen hier 25 junge Leute zusammen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Ethiker, Sozialwissenschaftler, aber auch Wissenschaftsjournalisten. Diese drei Gruppen haben wir deswegen zusammengeführt hier an die Akademie, weil heute relativ offensichtlich ist, dass Wissenschaft nicht von sich selbst her wirkt und wahrgenommen wird, sondern immer mit zu bedenken ist, wie wird sie eigentlich vermittelt. Und die Vermittlung von Wissenschaft geschieht großenteils eben durch den Wissenschaftsjournalismus. Aber diese Vermittlung hat auch Rückwirkungen auf das, was Wissenschaft selber unternimmt, selbst erforscht. Wir haben das am Beispiel des Neuroenhancements hier untersucht und dabei gesehen, dass die mediale Berichterstattung über Neuroenhancement, das es in der Wirklichkeit so noch gar nicht gibt, gleichzeitig wieder Wissenschaftler anspornt, eben genau darüber zu berichten. Die jungen Leute aus diesen drei Gruppen versammeln sich hier über einen Zeitraum von 6 Monaten zu 3 Workshops und dabei soll herausgefunden werden, was Kriterien für gute Wissenschaft sein könnten und woran sich eben dieses Gute bemisst. Und ein wichtiger Punkt, der sich jetzt schon herauskristallisiert, ist, dass Wissenschaft große Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, zum Beispiel im Zuge neuer technischer Erfindungen, technischer Möglichkeiten. Nehmen wir nur als ein Beispiel die Präimplantationsdiagnostik, die direkten Einfluss darauf hat, wer am Ende vielleicht geboren wird und wer nicht. Und dass aufgrund dieses direkten Einflusses der Wissenschaft auf die Gesellschaft, Gesellschaft auch umgekehrt ein Recht womöglich darauf hat, auf Wissenschaft zuzugreifen und in die Diskussion einzugreifen, was überhaupt öffentlich gefördert, erforscht wird und was nicht. Und dass die Idee der autonomen Wahrheitssuche der Wissenschaft auf jeden Fall nicht so eindimensional der Weisheit letzter Schluss sein kann. Dazu versammeln sich die jungen Leute hier und wir hoffen auf ein Ergebnis im März kommenden Jahres, das dann in einem Paper zu Kriterien der guten Wissenschaft erscheinen soll.